Willkommen beim Brain Booster Podcast Kanal. Heute werden wir über Gambia diskutieren, ein kleines westafrikanisches Land an der Atlantikküste. Mit einer Bevölkerung von etwa 2 Millionen Menschen ist Gambia bekannt für seine vielfältige Kultur, reiche Geschichte und wunderschöne Landschaft. In diesem Podcast werden wir einen Überblick über Gambia geben, einschließlich seiner Lage, Bevölkerung und kurzer Geschichte. Also bleiben Sie dran und bleiben Sie bis zum Ende bei uns, um mehr über dieses faszinierende Land zu erfahren. Gambia befindet sich in Westafrika und ist im Norden, Osten und Süden von Senegal begrenzt. Es ist das kleinste Land auf dem afrikanischen Festland und wird oft als die lächelnde Küste Afrikas bezeichnet, aufgrund seiner freundlichen Menschen. Das Land liegt auf beiden Seiten des Gambia-Flusses, der durch das Zentrum des Landes fließt und in den Atlantik mündet. Das Landesgebiet ist größtenteils flach, mit sandigen Stränden entlang der Küste und Savannengrasland im Inneren. In Bezug auf die Bevölkerung hat Gambia eine geschätzte Bevölkerung von 2 Millionen Menschen, wobei die Mehrheit in ländlichen Gebieten lebt. Die Bevölkerung ist relativ jung, mit einem Medianalter von 18,8 Jahren. Die Amtssprache ist Englisch, aber die Mehrheit der Bevölkerung spricht Wolof, Mandinka und Fula. Die Hauptstadt und größte Stadt des Landes ist Banjul, an der Atlantikküste gelegen und beherbergt etwa 40.000 Menschen. Banjul ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes und bekannt für seine lebhaften Märkte, kolonialen Architektur und historischen Städten. Gambia hat eine präsidentielle Republikregierungsstruktur, bei der der Präsident als Kopf des Staates und der Regierung dient. Der Präsident wird für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt und hat die Macht, den Vizepräsidenten und Kabinettsmitglieder zu ernennen. Das Land verfügt auch über eine Nationalversammlung, die aus 53 Mitgliedern besteht, die für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt werden. Die Versammlung hat die Macht, Gesetze zu verabschieden und den nationalen Haushalt zu genehmigen. In jüngster Zeit hat das Land viel politische Instabilität erlebt. Im Jahr 2016 wurde Präsident Yahya Jammeh nach 22 Jahren Regierungszeit in den Präsidentschaftswahlen von Adama Barrow besiegt, was seine autokratische Regierung beendete. Im Jahr 2021 endete jedoch Barrows Amtszeit und ein neuer Präsident wurde gewählt, der an den Problemen arbeitet, denen Gambia in den vorherigen Jahren gegenüberstand. Die wichtigsten politischen Parteien in Gambia sind die Allianz für patriotische Neuorientierung und Konstruktion, APRC, die United Democratic Party, UDP, und die Gambia Democratic Congress, GDC. Die APRC war 22 Jahre lang die regierende Partei, aber seit 2016 ist die UDP an der Macht. Bei der jüngsten Präsidentschaftswahl wurde jedoch die GDC als regierende Partei gewählt. Derzeit ist die politische Lage in Gambia relativ stabil, mit der neuen Regierung, die an der Verbesserung der Wirtschaft, Infrastruktur und Menschenrechtslage des Landes arbeitet. Es gibt jedoch weiterhin anhaltende Kontroversen und Probleme im Zusammenhang mit Korruption, Armut und Menschenrechtsverletzungen, die noch angegangen werden müssen. Die Wirtschaft Gambias basiert vorrangig auf Landwirtschaft, die etwa 70% der Bevölkerung beschäftigt und für etwa 30% des Bruttoinlandsprodukts des Landes verantwortlich ist. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte sind Erdnüsse, Reis, Hirse, Sorghum und Fisch. Das Land verfügt auch über eine kleine Tourismusindustrie, wobei Besucher vorrangig nach Gambia kommen, um die wunderschönen Strände und Nationalparks des Landes zu sehen. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes beträgt etwa 1,2 Milliarden US-Dollar, das Pro-Kopf-BIP etwa 600 US-Dollar. Das Land gilt jedoch als eines der ärmsten der Welt, mit einer hohen Armutsrate, insbesondere in ländlichen Gebieten. Die Arbeitslosigkeit im Land ist ebenfalls hoch, insbesondere unter Jugendlichen. Das Land hat in jüngster Zeit viele wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen, darunter ein Mangel an Infrastruktur, eingeschränkter Zugang zu Krediten und ein Mangel an Investitionen. Das Land leidet auch unter einem Mangel an Strom, was es für Unternehmen schwierig macht, zu operieren. Die neue Regierung arbeitet an der Bewältigung dieser Probleme und setzt politische Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und der Entwicklung um.
Zusätzlich steht das Land vor Herausforderungen wie dem Klimawandel und den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Regierung arbeitet an der Bewältigung dieser Herausforderungen und schafft Möglichkeiten für Investitionen, Arbeitsplatzschaffung und nachhaltige Entwicklung. Gambia verfügt über eine reiche kulturelle Tradition, mit vielen traditionellen Bräuchen und Praktiken, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Diese Bräuche spiegeln die vielfältigen Ethnien, die Geschichte und die Religion des Landes wider. Einer der bemerkenswertesten traditionellen Bräuche ist das jährliche Griot-Musikfestival, das in verschiedenen Teilen des Landes stattfindet. Das Festival ist ein Fest der reichen mündlichen Geschichte des Landes und eine Möglichkeit, die traditionelle Musik und das Erzählen der Griots zu bewahren und zu fördern, die respektierten Mitglieder der Gesellschaft und Hüter der Geschichte und Kultur des Landes sind. Ein weiterer traditioneller Brauch ist die Ndiote-Initiierung, die den Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein für junge Männer markiert. Die Initiierung ist ein Übergangsritus, der in ländlichen Gebieten des Landes stattfindet und eine Reihe von Ritualen und Zeremonien umfasst, die jungen Männern ihre Verantwortungen als Erwachsene und Mitglieder der Gemeinde beibringen sollen. Die Initiierung ist ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes des Landes und eine Möglichkeit für junge Männer, ihre Kultur und Identität kennenzulernen. Diese traditionellen Bräuche und Praktiken sind ein wesentlicher Bestandteil der Kultur Gambias und spielen eine wichtige Rolle bei der Bewahrung des kulturellen Erbes und der Identität des Landes. Sie sind auch ein wichtiger Teil der Tourismusindustrie des Landes, da sie Besuchern einen einzigartigen Einblick in die Kultur und Geschichte des Landes bieten. Gambia verfügt über eine pulsierende Kunstszene, in der viele Künstler Werke schaffen, die die Kultur und Geschichte des Landes widerspiegeln. Das Land hat eine reiche Tradition im Bereich der bildenden Kunst, wobei traditionelle Kunstformen wie Holzbildhauerkunst, Batik und Färbetechnik bei lokalen Künstlern sehr beliebt sind. Diese traditionellen Kunstformen haben ihre Wurzeln in der Geschichte und Kultur des Landes und werden oft verwendet, um Geschichten zu erzählen und wichtige Botschaften zu vermitteln. Holzbildhauerkunst ist eine beliebte Kunstform in Gambia und wird verwendet, um eine Vielzahl von Gegenständen zu schaffen, einschließlich Skulpturen, Masken und Möbeln. Viele der Schnitzereien zeigen traditionelle Motive, wie Tiere und andere natürliche Elemente. Batik ist eine weitere traditionelle Kunstform, die in Gambia sehr beliebt ist. Es ist eine Technik zum Färben von Stoffen mit Wachs und Farbe. Die Designs sind in der Regel geometrische Formen und Symbole, die Geschichten erzählen und wichtige Botschaften vermitteln. Färbetechnik ist auch eine traditionelle Kunstform in Gambia und wird üblicherweise verwendet, um helle, farbenvolle Stoffe zu schaffen, die in Kleidung und anderen Textilien verwendet werden. Neben traditionellen Kunstformen gibt es auch eine wachsende zeitgenössische Kunstszene in Gambia. Viele Künstler experimentieren mit neuen Medien und Techniken und schaffen Werke, die die moderne Kultur und Probleme des Landes widerspiegeln. Diese Künstler erkunden neue Stile und Techniken wie abstrakte Kunst und Mixed Media und schaffen Werke, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch anregend sind. Insgesamt ist die Kunstszene in Gambia vielfältig und lebendig und spiegelt das reiche kulturelle Erbe und die Kreativität der Menschen des Landes wider. Gambia verfügt über eine reiche musikalische Tradition mit vielen verschiedenen Genres, die die vielfältige Kultur und Geschichte des Landes widerspiegeln. Eines der bemerkenswertesten traditionellen Genres ist Griot-Musik, die ein wichtiger Teil der mündlichen Geschichte des Landes ist. Griot-Musik wird von Griots aufgeführt, die respektierte Mitglieder der Gesellschaft und Hüter der Geschichte und Kultur des Landes sind. Die Musik wird traditionell auf Instrumenten wie Kora, Balafon und Djembe aufgeführt und erzählt Geschichten aus der Geschichte und Kultur des Landes. Ein weiteres beliebtes Genre in Gambia ist Mbalax, eine Fusion aus traditioneller Wolof-Musik und modernen Rhythmen wie Salsa und Funk. Es ist eine beliebte Tanzmusik und wird oft von Live-Drums, Perkussion und Hörnern begleitet. Reggae-Musik hat auch eine starke Präsenz in Gambia und wurde von vielen lokalen Musikern übernommen, die sie in ihre eigenen traditionellen und modernen Stile einbeziehen. Das Land ist auch für sein Trommeln bekannt, das ein wichtiger Teil vieler traditioneller Zeremonien und Feste ist.
Trommeln werden verwendet, um wichtige Ereignisse zu markieren, wie ZB-Hochzeiten und Beerdigungen, und sie werden auch in traditionellen Ritualen wie der Ndut-Initiierung verwendet. Insgesamt ist die musikalische Tradition Gambias vielfältig und reich und spiegelt die Geschichte, Kultur und Menschen des Landes wider. Es ist eine Möglichkeit, die traditionelle Musik und das Erzählen von Geschichten des Landes zu bewahren und zu fördern und kann sowohl von Einheimischen als auch von Touristen genossen werden. Die gambische Küche ist eine Mischung aus westafrikanischen, europäischen und arabischen Einflüssen und spiegelt das vielfältige kulturelle Erbe des Landes wider. Das Grundnahrungsmittel ist Reis, der oft mit Eintöpfen aus Fisch, Fleisch oder Gemüse serviert wird. Fisch ist ein besonders wichtiger Teil der gambischen Küche, da er aufgrund der Küstenlage leicht verfügbar ist. Eines der beliebtesten Gerichte in Gambia ist Yassa, ein scharfes Hähnchen- oder Fischgericht, das in einer Mischung aus Zwiebeln, Zitrone und Senfsauce mariniert ist. Ein weiteres beliebtes Gericht ist Domoda, ein auf Erdnüssen basierender Eintopf, der mit Fleisch oder Fisch und Gemüse zubereitet wird. Es ist ein herzhaftes und tröstendes Gericht, das oft mit Reis serviert wird. Eine weitere traditionelle Mahlzeit ist Benachin, ein Eintopfgericht aus Reis, Fisch und Gemüse. Es wird oft als das Nationalgericht Gambias angesehen. Es ist ein einfaches und leckeres Gericht, das einfach zuzubereiten ist und perfekt für große Versammlungen geeignet ist. Die gambische Küche bietet auch eine Vielzahl an Früchten und Gemüsen, darunter Plantains, Maniok und Okra. Es gibt auch viele Straßenfood-Optionen wie gegrillten Fisch, Yassa-Hähnchen und viele andere. Insgesamt ist die gambische Küche vielfältig, lecker und spiegelt das reiche kulturelle Erbe des Landes wider. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Geschmäckern und Zutaten, die es zu einem einzigartigen und köstlichen Erlebnis machen für jeden, der es probiert. Gambia ist bekannt für seine wunderschönen Strände, Nationalparks und reichen kulturellen Sehenswürdigkeiten und Tourismus ist ein wichtiger Teil der Wirtschaft des Landes. Die Tourismusbranche hat in den letzten Jahren zugenommen, mit vielen Besuchern, die das Land besuchen, um seine natürliche Schönheit, reiche Kultur und freundliche Bevölkerung zu genießen. Die Covid-19-Pandemie hat jedoch einen signifikanten Einfluss auf die Tourismusbranche gehabt, mit vielen Ländern, die Reisebeschränkungen einführen und einem Rückgang der Anzahl der Touristen, die das Land besuchen. Trotz der Herausforderungen durch die Pandemie arbeitet die Regierung von Gambia an der Förderung des Tourismus. Sie haben Maßnahmen wie die Förderung des Inlandstourismus, die Schaffung neuer touristischer Attraktionen und die Verbesserung der Infrastruktur implementiert. Die Regierung arbeitet auch daran, sicherzustellen, dass Touristen sicher sind, indem sie Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle implementieren, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Zusätzlich fördert die Regierung den Ökotourismus, eine nachhaltige Form des Tourismus, die sich auf den Schutz der Umwelt und die Unterstützung lokaler Gemeinschaften konzentriert. Der Ökotourismus wird in den letzten Jahren immer beliebter und wird erwartet, eine wichtige Einkommensquelle für das Land zu sein. Insgesamt steht die Tourismusbranche in Gambia aufgrund der Pandemie vor vielen Herausforderungen, aber die Regierung arbeitet daran, den Tourismus zu fördern und neue Chancen für die Branche zu schaffen. Mit seinen wunderschönen Stränden, Nationalparks und reichen Kulturgütern bleibt Gambia ein beliebtes Reiseziel für Touristen und hat das Potenzial, sich einmal zu erholen, wenn die Pandemie unter Kontrolle ist. In diesem Abschnitt werden wir den aktuellen Stand der Tourismusbranche in Gambia diskutieren, einschließlich neuer Entwicklungen oder Initiativen, die auf die Förderung des Tourismus ausgerichtet sind. Wir werden auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Tourismusbranche und die ergriffenen Maßnahmen zur Milderung diskutieren. Wir werden auch das Potenzial des Ökotourismus als nachhaltige und verantwortungsvolle Möglichkeit diskutieren, das natürliche und kulturelle Erbe des Landes zu fördern. Darüber hinaus werden wir von Experten und Einheimischen im Bereich Tourismus hören, um ihre Perspektive zum aktuellen Stand der Branche und ihren zukünftigen Aussichten zu erhalten. Gambia unternimmt derzeit bedeutende Infrastrukturentwicklungen mit der Regierung, die in neue Straßen, Flughäfen und Häfen investiert, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes zu verbessern. Die Regierung arbeitet in den letzten Jahren an mehreren Projekten, um die Infrastruktur des Landes zu verbessern,
die für wirtschaftliches Wachstum und soziale Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte, an denen das Land derzeit arbeitet, ist der Bau neuer Straßen. Die Regierung investiert in neue Straßen, um die Verbindung zwischen verschiedenen Regionen des Landes zu verbessern, was es den Menschen erleichtert, zu reisen und Waren zu transportieren. Dies wird auch helfen, das Wirtschaftswachstum zu fördern, indem es Unternehmen erleichtert, zu arbeiten. Ein weiteres wichtiges Infrastrukturprojekt, das derzeit läuft, ist die Entwicklung neuer Flughäfen und Häfen. Die Regierung investiert in neue Flughäfen und Häfen, um den Zugang zum Land zu verbessern und den Tourismus zu fördern. Diese Infrastrukturprojekte werden dazu beitragen, das Land für internationale Besucher zugänglicher zu machen und auch die Tourismusindustrie des Landes zu fördern. Die Infrastrukturprojekte haben auch Auswirkungen auf die Gesellschaft des Landes, indem sie Arbeitsplätze schaffen, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen verbessern und es den Menschen erleichtern, zu reisen und auf Märkte zuzugreifen. Es hat auch eine positive Auswirkung auf die Umwelt, indem es die Notwendigkeit reduziert, dass die Menschen weite Strecken zurücklegen, was wiederum die Kohlenstoffemissionen reduziert. In diesem Segment werden wir über den Fortschritt und die Auswirkungen dieser Infrastrukturprojekte auf die Wirtschaft und Gesellschaft Gambias diskutieren. Wir werden von Experten und Regierungsvertretern über den aktuellen Stand dieser Projekte sowie über Herausforderungen, die aufgetreten sind und wie sie angegangen werden, hören. Wir werden auch von lokalen Unternehmen und Mitgliedern der Gemeinde darüber hören, wie sich diese Entwicklungen auf ihr tägliches Leben und ihre Gemeinden auswirken. Dieses Segment wird einen eingehenden Einblick in den aktuellen Stand der Infrastrukturentwicklung in Gambia und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft des Landes bieten. Gambia ist ein Land mit einer vielfältigen Bevölkerung, und es gibt viele soziale Themen, die für das Land relevant sind. In diesem Segment werden wir uns auf jüngste soziale Entwicklungen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Menschenrechten konzentrieren, die für das Land und seine Bewohner von Bedeutung sind. Bildung ist eine wichtige soziale Entwicklung in Gambia, wobei die Regierung in neue Schulen, Lehrer und Bildungsmaterialien investiert, um den Zugang zur Bildung für alle zu verbessern. Dies hat zu einem Anstieg der Anzahl von Schulkindern geführt, insbesondere von Mädchen, und hat dazu beigetragen, die Alphabetisierungsrate zu verbessern. Auch Gesundheitsversorgung ist eine wichtige soziale Entwicklung in Gambia. Die Regierung hat in neue Krankenhäuser, Kliniken und Gesundheitspersonal investiert, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern. Dies hat zu einer Reduzierung der Säuglings- und Müttersterblichkeitsraten geführt und hat dazu beigetragen, die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt zu verbessern. Menschenrechte sind eine weitere wichtige soziale Entwicklung in Gambia. Die Regierung hat daran gearbeitet, Menschenrechte zu fördern und zu schützen, einschließlich der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Freiheit vor Diskriminierung. Dies hat dazu beigetragen, eine gerechtere und gleichberechtigtere Gesellschaft für alle zu schaffen und Armut und Ungleichheit zu reduzieren. In diesem Segment werden wir aktuelle soziale Entwicklungen in Gambia wie Bildung, Gesundheit und Menschenrechte diskutieren. Wir werden von Experten, Regierungsvertretern und Gemeindeführern über den aktuellen Stand dieser Fragen und eventuelle Herausforderungen sowie deren Bewältigung hören. Dieses Segment wird einen eingehenden Blick auf den aktuellen Stand der sozialen Entwicklung in Gambia und deren Auswirkungen auf das Land und seine Bevölkerung bieten. In diesem Podcast haben wir verschiedene Aspekte von Gambia wie Geografie, Bevölkerung, Kultur, Wirtschaft und aktuelle Ereignisse diskutiert. Wir haben über das reiche kulturelle Erbe des Landes gesprochen, einschließlich traditioneller Bräuche, Kunst, Musik und Küche. Wir haben auch den aktuellen Stand der Wirtschaft des Landes besprochen, einschließlich der wichtigsten Branchen, des BIP und wirtschaftlicher Herausforderungen. Wir haben auch die aktuelle politische Situation in Gambia hervorgehoben, einschließlich der Regierungsstruktur, der wichtigsten politischen Parteien und laufender politischer Kontroversen oder Probleme. Wir haben auch den aktuellen Stand der Infrastrukturentwicklung, des Tourismus und der sozialen Entwicklungen wie Bildung, Gesundheit und Menschenrechte besprochen. Wir hoffen, dass dieser Podcast Ihnen zu einem besseren Verständnis von Gambia und seiner Bevölkerung verholfen hat.
Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns während dieses Podcasts begleitet haben und hoffen, dass Ihnen das Zuhören gefallen hat. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, laden wir Sie ein, unseren Kanal zu abonnieren und unsere anderen Videos anzusehen. Wir werden weiterhin mehr Informationen und Updates über Gambia und andere Länder bringen. Vielen Dank fürs Zuhören.